Der Bericht über die zweite Börsenwoche des neuen Jahres beginnt mit Japan. Denn der Nikkei 225 Index ist an der Börse Tokio auf ein neues 23-Monats-Hoch geklettert. Und das liegt hauptsächlich an einem neuen Konjunkturprogramm der japanischen Regierung in einer Höhe von umgerechnet 90 Milliarden Euro. Fragt sich nur, wer das Ganze bezahlen soll. Allerdings helfen hier zusätzlich die erfolgreichen Maßnahmen, die eigene Landeswährung, den Yen zu schwächen, um vor allen Dingen der stark exportlastigen japanischen Industrie unter die Arme zu greifen. Wir haben aber auch gute Nachrichten aus Europa bekommen. Der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, erkennt nämlich anhand von einigen Konjunkturindikatoren eine Stabilisierung in der Eurozone. Daraufhin haben die Analysten von Goldman Sachs sich sehr positiv zum Euro geäußert, empfehlen diesen zum Kauf im Vergleich zum US-Dollar und loben sogar ein Kursziel von $1,37 aus. Und das zog dann den Euro auf ein neues 9,5-Monats-Hoch von $1,33,51. Aus dem Hause SAP war zu erfahren, dass es weitere Möglichkeiten zur Nutzung der Software HANA geben soll und dass diese dem Konzern helfen werden, die mittelfristigen Finanzziele zu erreichen. Das zog den Kurs der SAP-Aktie nach oben. Kursgewinne verzeichnet weiterhin auch die Daimler-Aktie, die seit Mitte November jetzt schon um 25% zugelegt hat, seit Anfang des Jahres um 5%, weil hier Nachrichten den Kurs zusätzlich beflügelten, dass ein chinesischer Staatsfonds möglicherweise mit 4-10% bei Daimler einsteigen möchte. Darüber hinaus haben die Banken weiteren Aufwind bekommen. Hier gab es am Ende der Woche ein paar Gewinnmitnahmen, auch aufgrund von Gerüchten, dass es möglicherweise eine Kapitalerhöhung bei der Commerzbank geben könnte. Die Bilanzsaison in den USA begann mit guten Zahlen des Aluminiumherstellers Alcoa. Der DAX stabilisiert sich im Bereich von 7.700 Punkten.